Dr. Barbara Höll spricht jetzt für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir heute erneut über ein so wichtiges gleichstellungspolitisches Thema sprechen, wie die gerechte Teilhabe von Frauen an den Unterscheidungen in den Unternehmen dieses Landes. Und ich muss sagen, Frau Vosshoff, ich hätte mich ja gefreut, wenn Sie sich mehr zum Thema geäußert hätten. Also eine Fraktion mit einem Frauenanteil von 19%, der SPD mit einem Frauenanteil von 40%, hier Nachholbedarf vorzuwerfen, wäre ich vorsichtig. Meine Fraktion, Die Linke, wir sind 55% Frauen, ist noch ein ganzes Stück mehr. Aber die Art und Weise geht gar nicht. So kann man schwerlich vom Thema ablenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass der vorliegende SPD-Antrag einen absolut richtigen Schritt vorschlägt. Eine Kritik sei mir allerdings am Anfang erlaubt. Das muss jetzt doch sein. Dass ich nicht verstehe, warum zum Beispiel gestern bei der Abstimmung unseres Antrages in eine ähnliche Richtung ja hier keine breite Unterstützung von den anderen Oppositionsfraktionen gab, sondern sogar Gegenstimmen. Das ist für mich wahlkampftaktische Spielchen, die finde ich wirklich mehr als ärgerlich. Frau Ziegler und Frau Fischbach haben ja gestern zu Recht betont, uns weiblichen und männlichen Abgeordneten wird es nur dann gelingen, eine geschlechtergerechte Gesellschaft zu erreichen, wenn wir tatsächlich gemeinsam und fraktionsübergreifend hier tätig werden im Hause. Quoten sind unbeliebt, aber ohne Quote bewegt sich offenbar in unserem Lande nichts. Nicht die Frauen, sondern die Unternehmen haben über Jahrzehnte nachgewiesen, dass es ohne Quote eben nicht geht. Wir brauchen verbindliche gesetzliche Regulierungen, weil sie sonst nicht bereit sind, in ihren Unternehmen die Forderungen des Grundgesetzes zu erfüllen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Diese Forderung existiert seit 60 Jahren. Der Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes muss eigentlich allem Regierungshandeln zur Herstellung geeigneter Rahmenbedingungen für die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen zugrunde liegen. Aber leider sind wir davon weit entfernt. Die entscheidenden Positionen in Politik, Wirtschaft, Sport, Medien und Kultur werden leider immer noch von Männern besetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Mehrere Bundesregierungen haben versucht, die Unternehmen nun zu einer freiwilligen Erhöhung des Anteils von Frauen in den Führungspositionen zu bewegen. Und sie sind damit gescheitert, klipp und klar gescheitert. Ich möchte insbesondere Frau Merkel eigentlich daran erinnern, dass dieses Thema ja bereits zu ihrer Zeit als Ministerin für Frauen und Jugend eine Rolle spielte. Aber während sie mit dem Gleichberechtigungsgesetz Maßnahmen zur Frauenförderung in der Bundesverwaltung und bei der Besetzung öffentlicher Gremien durch Frauen und Männer durchsetzen konnte, hat sich durch die freiwilligen Verpflichtungen von Unternehmen auch unter ihren Nachfolgerinnen nichts, aber auch gar nichts geändert. Und besonders peinlich ist, dass dieses Schneckentempo der Gleichstellung von Frauen und Männern in Führungspositionen, wenn wir einmal über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Norwegen ist zwar mit 40% immer noch Spitzenreiter, aber auch in anderen Ländern hat sich sehr, sehr viel bewegt. Schauen wir nach Spanien, Frankreich, Belgien, Italien. Dort sind wesentlich mehr Frauen in den Vorstandsetagen in der Wirtschaft als in der Bundesrepublik. Und selbst im weiteren internationalen Vergleich hinken wir massiv zurück. Man muss sagen, Deutschland ist und bleibt ein gleichstellungspolitisches Entwicklungsland. Die EU-Kommissarin Reding kündigte nun in der letzten Woche eine EU-weite verbindliche Frauenquote für große Unternehmen an, nachdem die Aufforderung zur freiwilligen Selbstverpflichtung vor einem Jahr keine ausreichende Wirkung zeigte. Der Tageszeitung Welt gegenüber sagte Frau Reding: "Ich bin kein Fan von Quoten, aber ich mag die Ergebnisse, die Quoten bringen." Recht hat sie. An der Quote kommen wir nicht vorbei. Wir sollten als Gesetzgeber nicht warten, bis eine Richtlinie der EU uns dann erst dazu zwingt, selber und noch in diesem Jahr dazu zwingt. Und wir sollten selbst noch in diesem Jahr dafür sorgen, dass die fortdauernde Verletzung des Artikels 3 des Grundgesetzes durch eine klare gesetzliche Quotenregelung endlich beendet wird.
Und es wäre schön, wenn die Bundesrepublik die EU-Kommissarin Reding in ihrem Bemühen unterstützen würde. Der Antrag der SPD-Fraktion enthält eine Reihe konkreter Schritte, wie eine mindestens 40-prozentige Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen durch Frauen in den nächsten Jahren erreicht werden kann. Als erster Schritt wird vorgeschlagen, ab 2013 eine gesetzliche Quote von mindestens 30% in Aufsichtsräten und 20% in Vorständen festzulegen. Das bewegt sich etwa in dem Rahmen, den auch wir in unserem Antrag vorgesehen haben. Diese Größenordnung ist realisierbar, und es ist unbedingt notwendig, noch in diesem Jahr diesen Schritt zu tun, weil genau in diesem Jahr eine ganze Reihe von Positionen frei wären. Und wenn wir es nicht in diesem Jahr machen, werden uns weitere 5 Jahre einfach verloren gehen. Dass es richtig ist, dass Frauen endlich auch direktere Entscheidungen treffen können, auf Führungsebene, auf ökonomische Prozesse, das wird gefordert in zahlreichen Petitionen. Umfangreiche Diskussionen in den Medien belegen das. Und es wird endlich Zeit, dass die Frauen hier tatsächlich die Hälfte der Macht und des Kuchens erhalten. Wir sind hier nicht länger bereit, Brosamen zu akzeptieren. Und ich unterstreiche, dies ist erkannt nicht nur von Frauen, sondern auch bereits von vielen Männern. Gemeinsam müssen wir diese Aufgabe lösen. Im Dezember des vergangenen Jahres haben unsere Kollegin Dorothee Beer, Ekin Dilliges, Sibylle Lauritsch, Cornelia Möhring und Rita Pawelski und Dagmar Ziegler gemeinsam mit den Vertreterinnen von 6 Verbänden die Berliner Erklärung vorgestellt, indem sie die Mindestquote von 30% Frauen in Aufsichtsräten als ersten Schritt zu einer geschlechtergerechten Besetzung von Entscheidungsgremien der Wirtschaft fordern. Eine sehr, sehr gute Initiative. Die Reaktionen waren und sind interessant. Es gibt ein wirklich großes Echo in Verbänden, in den Gewerkschaften, in den Kirchen, Frauen und Frauenverbänden und Frauen aus allen Fraktionen hier der im Bundestag vertretenen Parteien. Aber, und ich denke, es wäre gut, wenn Sie, wenn wir hier gemeinsam auch noch mal das Zeichen aussenden und Sie vielleicht die heutige Debatte, die Woche des Frauentages nutzen, dass noch mehr von uns diese Erklärung unterzeichnen. Ich helfe auch gern www.berlinererklärung.de. Per iPad können Sie das sofort erledigen. Ich denke, der Entwurf der SPD kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir werden ihn unterstützen. Sie haben sehr detailliert gearbeitet bezüglich der Frage, wie man das erreichen kann, bei den Sanktionen, also bei der Besetzung der Aufsichtsräte, der Vorstände, sehr präzise und ohne Ausnahmemöglichkeiten geregelt. Das finde ich gut. Ich glaube, wir können aber auch gemeinsam noch mal schauen, ob die Frage der Sanktionen ausreichend ist, wenn in Unternehmen nichts passiert. Aber dafür ist ja Beratungszeitraum da. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist für mich, ist für die Linke und für viele Frauen hier im Saale die Frage der Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen nur ein erster Schritt hin zu einer geschlechtergerechten Besetzung aller Arbeitsplätze in den Unternehmen. Und es ist absurd, wenn Frau Schröder das gestern als Elitediskussion versucht hat, abzuqualifizieren. Aber es ist einfach ein wichtiger erster Schritt, den viele Wählerinnen und Wähler unterstützen. Freiwillige Verpflichtungen haben nichts verändert. Wir müssen endlich tätig werden. Und ich muss sagen, Frau Schröder redet ja heute nun gleich gar nicht in der Debatte. Vielleicht ist es auch besser so. Und was sie gestern gesagt hat, war schon sehr abstrus, hier zu sagen, wer sie jetzt nicht in ihrer Flexiquote unterstützt, die nichts anderes ist als wieder nur eine Selbstverpflichtung, der würde dann dem Ziel in den Rücken fallen. Also da muss man erst mal drauf kommen. Aber okay. Sie hat ja aber sich an anderer Stelle noch klarer geäußert. Wiesbadener Kurier gegenüber sagte sie, eine starre Quote halte ich grundsätzlich für problematisch. Es ist nicht Aufgabe des Staates, den verschiedensten Unternehmen ein und dieselbe Quote zu verordnen. Also das Grundgesetz gilt doch wohl für alle, oder? Frauen und Männer sind gleichberechtigt in allen Unternehmen. Das ist die Zielstellung. Und dazu bekennen wir uns. Ich glaube, wir haben hier eine große Chance, wirklich zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Jahr ein Gesetz zu verabschieden, endlich international aufzuholen
Und mit der Weichenstellung, Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft zu bringen, weiter mitzubewirken, dass diese Frauen in ihren Führungspositionen dann auch tatsächlich weiter dahingehend wirken, dass alle Arbeitsplätze tatsächlich geschlechtergerecht verteilt werden. Denn Frauen haben einen anderen Blick, und genau deshalb arbeiten ja auch Unternehmen nachgewiesenermaßen besser, wo wir gemischte Führungsgremien haben, weil Frauen oftmals für ein besseres Betriebsklima sorgen, weil Frauen es klar ist, dass man dann am besten arbeiten kann, wenn man weiß, dass zum Beispiel die Kinder gut versorgt sind. Ja? Das sind Dinge, dafür stehen Frauen, und ich glaube, es ist wert, dass wir hier gemeinsam tatsächlich dafür wirken. Und in diesem Sinne werbe ich für den SPD-Antrag. Unsere Unterstützung haben Sie. Danke. Vielen Dank.